Willkommen beim Pilates Flow, meinem 20-Minuten-Programm. Durch das Anzeigen von anatomischen Grafiken erreichst du bei jeder Übung gute körperliche Ausrichtung. Deine Sinne bereichert das schöne Klavierstück Sulas, welches ich persönlich am Piano spiele. Heute geht es um einen starken Rumpf. Lass uns beginnen. Wir starten im schmalen Stand, und zwar mit geöffneten Armen. Komme hier zuerst gut an und lockere etwas deine Knie. Und jetzt schwinge beide Arme gleichzeitig zu den Füßen nach unten und hebe sie hoch, neige dabei nach rechts. Komm wieder nach oben, schwinge die Arme nach unten und neige wieder nach links. Wiederhole noch einmal und dann bleibe rechts in deiner Neigung und spüre dabei die Dehnung an deinen seitlichen Bauchmuskeln. Atme ganz ruhig und gleichmäßig. Lege die rechte Hand seitlich an deinem Bein ab, atme ein und drücke diese Hand fest gegen den Oberschenkel und dann löse wieder. Bei jedem Druck spanne ganz bewusst deinen geraden Bauchmuskel an. Wiederhole noch einmal, ganz feste drücken. Und nun öffne beide Arme wieder auseinander, wir sind am Anfang. Schwinge nach unten, komm hoch und neige zuerst nach links. Wiederhole, gehe es nach unten zu den Füßen und dann neige nach rechts. Mach noch eine Wiederholung. Bleibe in der Linksneigung. Zieh deine Bauchseiten schön lang. Atme. Nun kommt die linke Hand zum Oberschenkel. Du atmest ein und dann drückst du die Hand gegen dein Bein und spannst dabei den geraden Bauchmuskel an. Löse wieder. Und wiederhole immer wieder. Noch einmal ganz feste zudrücken. Und jetzt verschließt du beide Hände vor deine Brust, hebst dabei den rechten Fuß auf das linke Knie und bleibst im Gleichgewicht stehen. Drück beide Hände fest gegeneinander und halte diesen Druck, sodass du ganz bewusst spürst, wie dein Brustmuskel sich anspannt. Komm wieder zurück zum schmalen Stand, öffne die Arme, wir sind wieder am Anfang, wir verbinden. Beide Arme nach unten, schwinge hoch und neige zuerst nach rechts. Wiederhole. Linke Seite. Wenn du gleich rechts ankommst, dann bleibe da. Erst den Dehnzug an den Körperseiten genießen. Dann den rechten Arm nach unten legen und mit viel Bauchkraft den Oberschenkel immer wieder andrücken. Jetzt lege wieder deine Hände vor deinem Brustkorb zusammen. Diesmal hebe das linke Bein an, lege den Fuß auf dem Knie ab und drück die Hände vor deinem Brustkorb ganz fest zusammen. Halte diesen Druck. Versuch gut im Gleichgewicht zu stehen. Die Hände bleiben so und jetzt machst du großen Schritt zur Seite. Mit einem geraden Rücken neigst du aus dem Becken heraus nach vorne. Und dann verschließt du deine Ellenbogen. Nun kannst du gut mit deinen Armen arbeiten. Hebe sie gut gebeugt seitlich hoch und lass sie wieder zusammenkommen. Dein oberer Rücken arbeitet ganz toll mit. Jetzt halte oben. Der Rücken immer noch lang gestreckt. Und dann lege beide Hände auf deine Oberschenkel, beuge die Knie und komm Wirbel für Wirbel hoch, richte dich auf. Und jetzt wieder, schön Wirbel für Wirbel nach unten. Runde die Wirbelsäule, wenn du hochgehst und strecke sie, wenn du nach unten gehst. Ganz fließend hoch und ab. Im nächsten bleibe oben. Komm wieder zurück in die Mitte der Matte.
sodass wir wieder verbinden können. Öffne deine Arme, lockere beide Knie und dann komm nach unten, schwinge wieder hoch und neige zuerst nach links. Wir wiederholen. Neige nach rechts und mach die Runde weiter, bis du gleich links angekommen bist. Dort erstmal die Dehnung wahrnehmen, gerne etwas verstärken. Und dann kommt der linke Arm nach unten. Du atmest ein und drückst mit viel Bauchkraft deinen Oberschenkel an. Noch einmal feste zudrücken. Und dann kommen beide Hände vor den Brustkorb zusammen. Das rechte Bein geht hoch. Du suchst dein Gleichgewicht und drückst die Hände fest gegeneinander, sodass wieder dein Brustmuskel anspringt. Die Hände bleiben so, du machst einen großen Schritt zur Seite. Aus dem Becken heraus, beuge den Rücken nach vorne. Dann verschließe die Ellenbogen zusammen und hebe die Arme gut gebeugt an, lass sie wieder nach unten. Versuch die Beine durchgestreckt zu halten, das dehnt sie gleichzeitig. Jetzt bleibe oben. Nimm die Anspannung an deinem Rücken wahr. Und lege die Hände auf die Oberschenkel und jetzt komm in die Knie und Wirbel für Wirbel roll dich auf und dann geh wieder nach unten. Ganz fließend bewege die ganze Wirbelsäule. Mit dem nächsten bleibe unten. Dreh den Körper zu deinem rechten Fuß, stütze dich dort ab und mach einen großen Schritt nach hinten. Schau, dass du gute Abstände erreichst. Die Hände sind unter den Schultern, die Füße sind leicht geöffnet. Strecke dich. Und jetzt atme ein und schiebe den Po nach oben, schau zu den Füßen. Komm wieder zurück, vorne atme ein und schiebe wieder den Po nach oben. Wiederhole. Noch eine Wiederholung, bleibe dabei hinten mit dem Blick zu deinen Füßen und jetzt beugst du im Wechsel immer ein Knie an, so dass die Füße in eine Tretbewegung kommen. Deine Waden werden durchgedehnt. Lass nun beide Fersen schön schief gezogen, nimm die Dehnung an deinen Beinen und aber auch an deinem Rücken wahr. Und dann komm wieder ein Stück nach vorne, richte dich auf, dreh dich nach vorne zu mir. Und wir versuchen noch eine letzte Runde hier im Stehen. Also dreh dich nach vorne auf die Matte. Öffne beide Arme schön breit auseinander, lockere die Knie. Und dann schwinge mit beiden Armen nach unten zu den Füßen, komm hoch und neige nach rechts. Wiederhole. Wenn du gleich rechts ankommst, zuerst halten, die Arme gerne noch ein bisschen nachstrecken. Die rechte Hand kommt nach unten, atme ein und dann mit viel Bauchkraft drücke den Oberschenkel an, immer wieder in deinem Atemrhythmus. Noch ein letztes Mal. Und dann verschließe die Hände vor deinem Brustkorb, hol dir das linke Bein hoch. Wenn du im Gleichgewicht angekommen bist, drück beide Hände fest gegeneinander. Nun mach den großen, breiten Schritt zur Seite. Aus dem Becken heraus beuge nach vorne, behalte dabei deine Beine schön lang. Wenn du angekommen bist, schließe die Ellenbogen zusammen und langsam hebe und senke deine Arme. Arbeite schön mit den Schulterblättern zueinander. Und dann bleibe gleich oben. Die Arme ein Stück höher ziehen. Dein Rücken ist lang gestreckt, die Beine übrigens auch. Und jetzt lege die Hände auf die Oberschenkel und Wirbel für Wirbel. Erst komm hoch zum Stehen und dann wieder Richtungswechsel nach unten kommen. Und wieder, runder Rücken geht nach oben, gerade Rücken geht nach unten. Noch
noch eine Runde. Und dann bleibe gleich unten, dreh dich zu deinem linken Fuß. Mach einen großen Schritt nach hinten. Strecke dich erstmal ganz schön lang auseinander. Hände unter den Schultern, Füße leicht geöffnet. Und dann atme ein und schiebe den Po nach hinten, blick zu den Füßen und komm wieder zurück. Noch zweimal, wiederhole. Und im nächsten bleibe dann hinten. Schau weiterhin zu deinen Füßen und fang an zu treten, indem du immer wieder ein Knie beugst und dabei eine Ferse nach hinten tief schiebst. Lass nun beide Füße schön tief, streck dich in alle Richtungen. Und nun lege beide Knie ab. Schiebe den Po nach hinten zu deinen Füßen, hänge den Kopf aus, entspann dich mal kurz. Dann roll dich wieder auf zum Sitzen, die Hände lege neben deine Füße und jetzt hebe die Arme hoch, streck das Becken nach vorne und komm wieder zurück zu deinen Füßen. Hebe nach oben und komm wieder zurück. Noch zweimal, ganz große Bewegung. Und im nächsten bleibe dann oben. Dein gerade Bauchmuskel kommt ganz toll in der Dehnung an. Und wenn du jetzt beide Hände hinten am Kopf aufeinander legst und sie gegen den Kopf drückst, merkst du die Dehnung auch oben an deinem Brustkorb. Atme ganz ruhig und gleichmäßig. Löse die Position, indem du die Arme öffnest, das linke Bein seitlich herausstreckst und dann beuge den Oberkörper ein kleines Stück nach vorne, lege die rechte Hand auf deinem langen Bein ab, strecke die Wirbelsäule so lang, wie du nur kannst und dann schaue nach oben hin zu deinem langen Arm. Du bist jetzt total verdreht, hast aber trotzdem lange Hebel. Du hast ein langes Bein, einen langen Rücken und einen langen Arm. Verweile kurz. Und dann wieder nach unten schauen, dort abstützen. Behalte dein langes Bein und setze dich hinter deinem rechten Fuß ab. Die Hände ganz aufeinander legen, den Kopf oben drauf. Und so bleibe kurz hier in dieser Dehnung. Für deinen Rücken und für deinen Po. Richte dich wieder auf. Komm wieder nach vorne auf deine Matte. Wir wiederholen das letzte Mal unsere Stützübung. Vorne atme ein und dann geh nach hinten, atme dabei aus. Und wiederhole. Schieb dich wieder nach vorne und schieb den Po wieder nach hinten hoch. Zweimal noch. Im nächsten bleibe dann hinten mit dem Blick zu deinen Füßen. Und dann geht's los mit dem Treten. Im Wechsel beugst du immer ein Knie an und schiebst eine Ferse tief Richtung Boden hin. Nun halte beide Fersen schön tief. Nimm nochmal die Wadendehnung wahr. Und dann komm auf deine Knie, schiebe dein Gesäß nach hinten, mach dich klein und schwer. Kurzes Durchschnaufen. Bleibe auf deinen Füßen sitzen, richte den Oberkörper auf. Die Hände starten an den Füßen und dann geh hoch, strecke das Becken nach vorne, komm wieder zurück. Nochmal geh hoch. Immer wieder oben spürst du die Dehnung an deinem geraden Bauchmuskel. Und im nächsten bleibe dann oben, um die Dehnung auch in der Brust ankommen zu lassen. Lege beide Hände auf den Hinterkopf und drücke mit beiden Händen den Kopf sanft an. Nun löse die Position, öffne die Arme, hol diesmal das rechte Bein seitlich heraus, strecke es. Beuge dich ein Stück nach vorne, lege die linke Hand auf dem langen rechten Bein ab, strecke zuerst die Wirbelsäule
Und dann dreh den Blick nach oben zu deinem freien Arm. Atme ganz ruhig. Und nun löse wieder. Stütz dich mit beiden Händen ab, behalte dein langes Bein und lege dein Gesäß hinter deinem linken Fuß zum Boden. Mach dich klein. Verweile in dieser Po-Dehnung. Richte dich auf. Zeit für die nächste Übung. Lass beide Füße nach vorne, krabbel auch ein Stück nach vorne auf deine Matte hin. Hinter dir ist Platz. Lege beide Hände von hinten an die Oberschenkel, atme ein und komm Wirbel für Wirbel eine halbe Strecke nach unten und dann zieh dich wieder hoch. Du rundest und streckst die Wirbelsäule in beide Richtungen. Im nächsten bleibe dann unten, schön klein und rund. Vorsicht, hol dir ein Bein hoch und nimm das zweite dazu. Such gutes Gleichgewicht. Du hast zwei lange Beine, aber einen runden Rücken. Jetzt kannst du Wirbel für Wirbel bis in die Rückenlage nach unten kommen, dabei aber die Beine oben in 90 Grad Winkel behalten. Lege beide Hände auf den Boden ab, schiebe deine Knie ganz bewusst etwas weiter vor, weg vom Bauch. Und jetzt atme ein, drück die Hände fest gegen die Matte und hebe beide Beine ein kleines Stück höher, nur ein paar Zentimeter. Komm wieder zurück. Du schiebst also den Unterkörper vielleicht 2-3 Zentimeter hoch und dann langsam wieder zurück. Sehr, sehr schwer. Probier es noch zweimal, drück dich langsam, vorsichtig ab, hoch. Und wieder zurück. Und im nächsten bleibe oben, da wo es so schwer ist, dort halte, spüre den Bauch, wie er sich anspannt und atme. Na, das reicht dann zuerst. Dann streck beide Beine wieder lang auf der Matte. Lege die Arme über den Kopf ab. Genieße dieses kurze Nichtstun. Jetzt hebe die Arme nach oben und komm Wirbel für Wirbel hoch zum Sitzen. Wenn du angekommen bist, greife von hinten in die Oberschenkel. Und wir verbinden. Komm wieder die halbe Strecke nach unten und dann zieh dich wieder hoch. Runde dich unten und mach dich oben wieder schön gerade an deinem Rücken. Noch eine ganze Wiederholung. Und dann bleibe unten schön rund. Hol dir einen Fuß hoch, den zweiten dazu, du suchst dein Gleichgewicht und streckst die Beine schön lang. Halte noch einen Moment diese herausfordernde Haltung. Und dann komm Wirbel für Wirbel nach unten, lege den Kopf sowie die Hände ab. Die Knie bleiben gebeugt, weit weg vom Bauch gezogen. Und dann drückst du dich wieder langsam hoch und kommst wieder zurück. Denk dabei daran, die Knie arbeiten in der Senkrechte, weit weg vom Bauch. Probier noch zwei Wiederholungen. Lass dir Zeit. Und in der nächsten Wiederholung bleibe oben, stark abgedrückt und atme. Und nun hast du es geschafft. Strecke die Beine schön lang auseinander. Die Arme in die andere Richtung. Atme kurz in den Bauch durch. Hebe die Arme dann wieder hoch. Und nochmal Wirbel für Wirbel. Richte dich auf in den Sitz. Und dann dreh dich zu mir nach vorne. Gerne in den Schneidersitz. Schau, dass du gut sitzend angekommen bist. Lass die Hände beide auf deine Knie und dann fang an, die Schultern zu kreisen, eine nach der anderen, am besten rückwärts. Merke, wie schön beweglich du im Schulterbereich bist und vielleicht kannst du auch den oberen Rücken mitbewegen, kreise mehr von rechts nach links. Und dann komm in die Mitte, lege deine rechte Hand seitlich ab, hebe deinen linken Arm hoch und neige nochmal schön zur Seite. Öffne dich links an deinen Flanken. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann lege beide Hände vor deinen Füßen ab.
Lass dich nach unten fallen. Schau, dass der Rücken hinten schön rund wird. Und dann kannst du dich wieder aufrollen. Nochmal die Knie greifen, noch einmal die Schultern schön durchbewegen, kreise sie wieder rückwärts im Wechsel. Nimm auch den Oberrücken dazu. Und komm dann wieder zurück in die Mitte. Diesmal lege deine linke Hand seitlich am Boden ab, der rechte Arm geht hoch. Noch einmal das letzte Mal für heute, genieße die Dehnung an deinen Flanken. Und dann neige wieder schön nach vorne, vor deine Füße hin. Mach dich dort klein und schwer. Runde die Wirbelsäule. Und richte dich wieder auf. Jetzt die Hände an deine Brust. Und bewege den Nacken, beuge den Kopf nach vorne. Und lege den Nacken hinten auf deine Schulterblätter. Noch einmal. Komm dann wieder in die Mitte. Und das war's für heute. Ich danke dir fürs Mitmachen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Und bis zum nächsten Mal.